wie überliefert wird von Umar radiallahu ta'ala anhu, das habe ich vor zwei, drei Unterrichten erwähnt gehabt, wir erwähnen es nochmal zur Erinnerung, dass er in einen seiner Gärten ging und sich dort mit dem Garten beschäftigte. Als er zurückkam, fiel ihm auf, dass die Leute das Salat al-Asr bereits gebetet haben. Ja, in der Jama'a. Er ist nicht gemeint, dass er das Gebet gänzlich verpasst hat. Er hat es in der Jama'a verpasst. Dann sagte er sagte zu sich selbst, ich habe das Gebet wegen diesem Garten verpasst und die Leute haben bereits das Salat al-Asr gebetet. Mein Garten soll den Armen gespendet werden. Hat es weggegeben. Es wird überliefert auch Ähnliches, berichtet von Tamim al-Dari, dass er eine Nacht, also er hatte ein gewisses Pensum in der Nacht, das er im Gebet verbrachte. Er hat eine Nacht dieses Pensum nicht erfüllen können oder verschlafen und hat sich dann selbst zur Pflicht gemacht, ein Jahr lang das Nachtgebet aufrechtzuerhalten. Es gibt für so derartige Berichte oder ein anderer Bericht. Hassan ibn Abi Hassan, so hieß er, glaube ich, er hat eines Tages ist er an einem Gebäude vorbeigelaufen und fragte sich, wann wurde dieses Gebäude gebaut? Oder er hat jemanden gefragt, wann wurde dieses Gebäude gebaut? Erinnert euch vielleicht an den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi sagte, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Es gehört zum guten Islam des Menschen, also zur Vollkommenheit seines Islams, dass er sich nicht um Dinge kümmert, die ihn nichts angehen, die nicht von seinen Belangen sind. Wir hatten das erklärt, was das bedeutet. Wann ist etwas von deinen Belangen und wann nicht? Er sagte sich, Hassan sagte zu sich, zu seiner selbst, er sagte, du fragst über Dinge, die dich nichts angehen, die nicht von deinen Belangen sind, dafür wirst du ein Jahr fasten. Was ich damit sagen will, viele von uns, auch ich persönlich, manchmal denke ich über derartige Berichte nach und denke, das ist alles ein bisschen überzogen, ein bisschen übertrieben. Er hat doch nichts Schlimmes getan, er hat nur gefragt, wann das Gebäude aufgebaut worden ist. Aber man muss die Umstände betrachten, in dem ein Mensch derartiges tut. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Jemand, der gar keine Nawafil betet, der gar nichts an freiwilligen Handlungen ausführt, der wird jemanden, der 50 freiwillige Gebete am Tag betet, der wird das als etwas ganz Unnatürliches. Yani, er wird das schon als eine Unmenge von Gebeten betrachten. Jemand, der am Tag nichts liest oder gerade mal ein, zwei Seiten schafft zu lesen, der wird nicht glauben, dass jemand am Tag 200-300 Seiten liest und das jeden Tag. Das ist also eine sehr relative Sache. Es gibt nämlich andere Berichte, wo gesagt wird, dass manche der Salaf dreimal den Koran am Tag abschließen. Jemand, der in der Woche einmal eine Seite, eine halbe Seite vom Koran liest, für den ist natürlich etwas Unglaubliches, unvorstellbar. Das ist also eine sehr relative Sache. Jemand, der viel schwätzt, und das ist heute bei uns der Fall, so die Menschen reden über jeden Unsinn und unterhalten sich stundenlang über belanglose Sachen, der kann das natürlich nicht glauben hier. Er hat nur nach dem Haus gefragt, nach diesem Gebäude, wann es gebaut worden ist. Womöglich war dieser Mensch etwas anders veranlagt. Womöglich war es nicht von seiner Natur, sich über derartiges zu unterhalten oder derartiges zu fragen.